Ich kann dazu sagen, dass das Thema Wohnen in den letzten 20, 30 Jahren mit Sicherheit sich fundamental geändert hat und dass auf der Angebotsseite nach wie vor peinlich darauf geachtet wird, im Mainstream zu bleiben, weil das größte Risiko beim Bauen ist immer, das fertige Produkt hinterher nicht loszuwerden. Also orientieren sich alle am vermeintlich marktgängigen Mainstream. Und das geht meines Erachtens gerade in Berlin an der Nachfrage vorbei. Es gibt so viele Menschen, die anders wohnen wollen, und da sollten auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Angebote machen. Wie können Sie das denn machen? Wodurch kann man Angebote machen? Man kann Angebote machen, zum Beispiel also Erfahrungen auswerten. Erfahrungen aus Projekten in Berlin, die viel diskutiert werden, die können übertragen werden auf Projekte der landeseigenen. Es kann zum Beispiel sowas wie Mieterbaugruppen geben. Baugruppen heißt ja nichts anderes, als dass sich eine Gruppe von Menschen findet, die sich verantwortlich fühlen für das, was da neu gebaut wird. Und ich bin sicher, das geht auch mit Mietern. Aber da müssen sich die Bauherren, die Landeseigenen mal darauf einlassen, in einen solchen kommunikativen, diskursiven Prozess mit den späteren Mietern einzusteigen. Und da haben die, glaube ich, noch erhebliche Bedenken. Also Genossenschaften haben den Vorteil, dass diese gemeinsame Verantwortung, auf die man sich verständigt, wenn man so ein Projekt startet, dass die über die Fertigstellungsphase hinaus gilt. Ja, also auch für die nächsten Jahrzehnte trägt man die gemeinsame Verantwortung für das Projekt, für das Haus. Und dann können die teuren Neubauten von heute, weil Neubauten sind per se teuer. Ja, und wenn aber die Zukunft dieser Häuser in den richtigen Händen liegt, dann können die teuren Neubauten von heute die günstigen Wohnungen von morgen werden. Das Entscheidende für das Forum Neue Quartiere bauen war eigentlich die Frage, wie schaffen wir das, eine multimodale Mischung herzustellen. Und da ist meine These, die kann ich nicht planen, die kann ich nicht bauen, ich kann sie nur befördern oder behindern. Und nach meiner Überzeugung sind die Prozesse noch nicht so aufgegleist, dass die Nutzungsmischung kann man vielleicht noch planen, ja auch nach Bebauungsplan oder Baunutzungsverordnung, aber die soziale Mischung und die Entwicklungsfähigkeit, die ein solches Quartier haben muss, um auch wieder auf lange Frist Mischung entstehen zu lassen. Mischung ist ein Prozess, ja, der kann nicht hergestellt werden. Und dafür brauche ich Zeit und brauche Räume. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht so richtig ins Bewusstsein der Entwicklungsträger gedrungen. Also das, was Berlin ausmacht, in den neuen Quartieren weiterzubauen, weiterzudenken, ist eine wahnsinnig komplizierte Aufgabe. Ich glaube, dass man zwei Dinge braucht. Man braucht Freiraum. Und das ist räumlich dreidimensional zu verstehen. Wir müssen in den Bauten auch Räume vorsehen, die aneignungsfähig bleiben, die zum Zeitpunkt des Spatenstichs zum Beispiel noch nicht mit einer spezifischen Nutzung belegt sind, die vielleicht auch in der Wirtschaftlichkeit eine untergeordnete Rolle spielen. Und ich brauche Zeit. Ja, ich brauche für so ein Quartier mit Sicherheit 10 Jahre. Und das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Punkte zu definieren, wo Berliner Kreativität andocken kann und sich entwickeln kann. Aneignungsmöglichkeiten, das muss in den neuen Quartieren bereitgestellt werden. Die ist meine Vision der modernen oder zukunftsfähigen Stadt ist mit dem gültigen Planungsrecht und auch mit der Baunutzungsverordnung nicht wirklich in Einklang zu bringen. Ich glaube, da gibt es ganz viel Nachholbedarf, auch auf bundesgesetzlicher Ebene. Also diese Tendenz zur Vereinzelung wird von vielen Leuten gekontert, mit ganz klugen Strategien sich wieder zusammenzutun. Ja, die Anforderung, Eigenverantwortung zu übernehmen, die unterschreibt fast jeder. Aber das muss in einem Rahmen passieren, wo ich auch Möglichkeiten habe, dem gerecht zu werden und mich mit anderen zusammenzutun, kluge Lösungen zu finden. Und das ist in den baulichen und organisatorischen Strukturen dessen, was im Augenblick gebaut wird,
kaum vorstellbar.